Fahrer will nicht aussteigen, okay. Dann müssen wir hier Sheriff-Gewalt anwenden. Raus mit ihnen! So. Okay, jetzt müssen wir noch wieder noch eine Schlägerei anfangen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren RSPD-Fahrfolge hier in GTA 5. Wir sind mal als Los Angeles County Sheriff unterwegs. Und auch schon zum ersten Einsatz. Also müssen wir hier mal vorbeifahren. Partner ist am Start und das Video hat sich Felix gewünscht. Ich weiß jetzt nicht genau, um was es geht hier bei diesem Einsatz. Ich glaube, wir müssen mal ein Blaulicht reinhauen hier. Okay. Da steht einer, der hat die Hand hoch und einer hat eine Waffe. Ich werde mal kurz noch eine Zusatzstreife holen. Okay, jetzt wird der gleich mal überfahren. Ich steig mal aus. So, Waffe weg. Wo ist der andere Typ? Einer auf der Flucht hier. Stehen bleiben. Das müsste der mit der Waffe sein. Bleiben zu stehen und wir werden das Feuer eröffnen. Wir haben keine Chance. Einige Sheriff-Kollegen sind am Start und ich natürlich auch. So, stopp jetzt. Gib mal einen Warnschuss ab. Geht es schon gut los hier. So, stehen bleiben. Er wollte es nicht anders. Hey! Hände hoch! Einige Kollegen da. Okay, jetzt wird er noch getasert. Okay, er hat es nicht anders verdient. Jetzt wird er mal ordentlich verhaftet. So. Wir sind natürlich einige Kilometer gelaufen. Wir werden mal zurückbringen, den Typen. Dann machen wir mal einen kurzen Spaziergang zurück. Gut, da ist denn der Typ? Bauen mal Personal in Überprüfung. Mitei Stracci. Hat schon mal einen Hausfriedensbruch gemacht. Tja, Kollege, das sucht den mal bitte. Vielleicht haben wir hier noch was Verdächtiges am Start. Den einen, den er bedroht hat, haben wir jetzt leider nicht mehr gefunden. Zahnriemen, Kloppenburg, Gutscheinkarte. Okay. Ich glaube, er bucht den bei uns mal ein. Wir sagen, und dann fahren wir mal zum nächstgelegenen Gefängnis. Dann setzt ihn mal hinten rein hier. Wunderbar. Gut. Kollege. Oh, 3 Kilometer. Unglaublich. Auf Nordfelden Avenue. Okay, da kommt gleich ein Einsatz rein. Ach du Scheiße. Den habe ich auch übersehen. Gut, Ansatz habe ich angenommen. Jetzt müssen wir natürlich noch mit dem Typen hier nach zu einem weiteren Einsatz fahren. Danach kann ich ihn erst abliefern. So, aus dem Weg. Aus dem Weg. Alter, die Leute bleiben wieder stehen. So, der Typ ist unterwegs zu uns. Okay, da hat er keinen Unfall gebaut. Ich dachte, wir werden ihn mal einsperren. Ah, okay. Hat nicht ganz geklappt. So, aus dem Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug. Aus dem Fahrzeug. Was ist jetzt wieder los? Ich kann mich nicht bewegen. Mann, 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 nur weil der Typ rausgestiegen ist. Jetzt muss er halt kurz auf der Straße warten. Der Partner ist auch nicht so schnell wie ich. So. Ah, oh, kurz gestreift, aber alles noch in Ordnung. So, jetzt. Stop. Alter, Kollege, was machst du denn? Kollege, mal wieder lost hier. Macht genau gar nichts. Holt einen Taser raus, einen Taser den Typen. Irgendwann muss ich noch dreimal überfahren. So, stopp jetzt. Hände hoch. Sie wollten es nicht anders. Hände hoch. Auf dem Boden, Hände hinter den Kopf. Alter Schwede. So, langsam eskaliert es wieder mal ordentlich. Wir werden jetzt festgenommen, wegen eines Fahrzeugsdiebstahls. Mein Kollege hat sogar seine Schrottflinte rausgeholt. Hättest du mal einen Warnschuss abgeben können? Unglaublich, so. Schauen wir noch kurz das Fahrzeug an. Wem das dann so gehört. Eine kleine Tüte grünen Inhalts hat er auch noch dabei. Beim Aldi ist er auch noch gewesen vorhin. Schauen wir mal rein, wem das Fahrzeug denn gehört. Kim Orange.
Okay, alles gültig, keine Diebstahlmeldung. Hat er noch gar nicht gemerkt, dass sein Fahrzeug geklaut wurde. Und geschrottet wurde es auch. Der hier darf natürlich auch wieder ins Fahrzeug steigen. Kommen Sie mal mit. Das war ein kleines Missverständnis, dass wir Sie hier da rausgelassen haben. Sie dürfen da hinten wieder Platz nehmen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß im Kofferraum. Oder beziehungsweise hier hinten im Fond. Den müssen wir natürlich nochmal gründlich untersuchen. Kollege, macht das bitte mal. Okay, zerbrochene, geschärfte Lauchstoffröhre, eine kleine CD mit Corsa-Aufkleber. Den sollen wir mal abholen. Sollen wir mal eine Streife vorbeikommen. Das Fahrzeug lassen wir natürlich noch abschleppen und zurückbringen zu dem Besitzer. Kollege, kommst du? Ich muss noch mit dem anderen zu einem Gefängnis fahren, beziehungsweise zu einer Zelle. Polizeirevier mit Zelle wäre natürlich gut. Fahren mal kurz runter in die Stadt. Kann man gut abliefern. So, angekommen sind wir am Zelleneingang. Gut, der Typ ist abgeliefert worden. Wir fahren wieder zurück ins County. Wir können einen Einsatz reinbekommen hier. Ein Drogenverkauf soll hier stattfinden, beziehungsweise Drogen werden ausgeliefert. Ich glaube in diesem Postfahrzeug. Und die fahren mal ganz unscheinbar vorbei. Schalten mal Blaulicht aus und verfolgen die mal. Schauen, ob die hier Drogen gelagert haben. Da können wir sie mal aufhalten. Fahren Sie bitte mal rechts ran. Überprüft mal das Fahrzeug. 1040 Summit, Kennzeichen 80, Ludwig Heinrich, Otto 484. Einen Verkehrsverstoß. Mit Vorsicht vorfahren. Okay, das Fahrzeug wurde schon mal geklaut, glaube ich. Oder es hat zumindest keine Fahrerlaubnis. Dann reden wir mal mit den Personen, mit dem Fahrer. Direkte Herren der Post, haben Sie mal alle Dokumente parat? Ja klar, kein Problem. Thanks. Max Anderson. Okay. Schauen wir mal rein. Keine Delikte am Start. Der hat keinen Führerschein. Okay, das ist aber nur der Beifahrer. Ich würde mal die Herren mal bitten, auszusteigen. So, bitte mal das Fahrzeug verlassen. Der Fahrer will nicht aussteigen, okay. Dann müssen wir hier Sheriff-Gewalt anwenden. Raus mit ihnen! So. Okay, jetzt wieder noch eine Schlägerei anfangen. Stopp. Ja, Kollege, hast du gut gemacht. Ich schau mal, dass der hier nicht abhaut. Sie gehen auch mal bitte auf den Boden. Hände hoch. Eine Sheriff-Streife gerade dazugekommen. Ja, und alles im Griff, sie können weiterfahren. So, jetzt hast du mich da mitten auf die Straße gestellt. Mann. Okay, der hat hier irreguläres Atemverhalten. Der scheint hier noch kooperativ zu sein. Ich möchte aber, dass sie auch mal verhaftet werden. Einen Gefangenentransport. Ja, mal nach vorne. Dann machen wir jetzt hier bei den Fahrer weiter. Der war ja, glaube ich, betrunken. Dann machen wir gleich mal einen Alkoholtest. Kollege, mach hier mal was. Der hier werde ich mal durchsuchen. Schauen wir mal, was hier alles rauskommt. Ja, der hat ordentlich einen über den Durst getrunken. Und der hat hier 4 Eyes Only VHS-Kassette dabei. Dem neuesten Stand der Technik, der Typ. Gut, Kollege, fehlt's denn mal? Vielleicht hat er noch was Verdächtiges dabei, fahren darf er schon mal nicht mehr und ich schon mal ins Fahrzeug rein. Schauen wir, ob wir hier die Drogen finden. Ja, einige Boxen weiß mit weißem Pulver. Könnte sich um Kokain handeln, das Fahrzeug wird auf jeden Fall beschlagnahmt. So, was hat jetzt der Typ dabei? Habe ich wieder nicht aufgepasst, aber egal. Die werden mal beide abgeholt von einem freundlichen Beamten. Dann haben wir hier wieder den Drogendeal des Jahrhunderts. Vereitelt. Kollege, kommst du? Steig mal rein. Da müsste eigentlich auch schon unterwegs sein, dieser Abschleppwagen.
Die beiden werden jetzt abgeholt. Fahren wir mal weiter in diese Richtung, würde ich sagen. Da werden wir dann weiter einen Einsatz dran bekommen. Etwas so mit einer Waffe soll sich hier in der Nähe befinden. Ich habe jetzt das Blaulicht noch nicht eingeschaltet. Und sie jetzt herausfinden, wo die Person ungefähr sein könnte. Oder wird ein Auto geklaut aus? Eine Dame haut schon mal ab. Ja, leider können wir um diese nicht kümmern. Wir müssen jetzt schauen, wo der Typ ist. Oder die Frau, man weiß nicht genau. Eine Person mit einer Waffe. Vielleicht die da vorne. Hat die eine Waffe? Ah, die hat eine Pistole in der Hand. Wir steigen mal ganz vorsichtig aus. Ich hole meine auch schon mal raus. So, die Dame. Guten Tag, die Dame. Warum haben Sie eine Pistole in der Hand? Oh, ich bin auf dem Weg zum Schützenverein. Ja, aber Sie müssen Ihre Pistole, Ihre Waffe in einer Box mittragen und nicht öffentlich. Außer Sie dürfen das von irgendeinem Gericht aus. So, muss man einen Ausweis haben von der. Dann schauen wir mal, Abby Thompson. Das ist schon ein bisschen älteres Kaliber. Die hat gar keinen Führerschein. Und sie hat auch keinen Waffenschein. Okay. Sie darf gar keine Waffe besitzen. Noch besser. Sie werden erstmal festgenommen von meinem Kollegen. Waffe wird eingezogen. Sie sieht noch ein bisschen komisch aus. Ich glaube, die hat auch einige Drogen oder sowas drin. Wir werden da mal mit ihr was überprüfen. Machen wir mal einen Drogentest, Kollege. Hau da mal was rein. Alles negativ. Gut, habe ich mich ein bisschen geirrt. Vielleicht ein Alkoholtest. Alkohol hat sie ganz knapp. Aber sie hatte keinen Führerschein, also sie ist auch nicht Auto gefahren. Gut. Wir werden eine Streife holen. Wegen Waffenbesitz wird sie eine Strafe kriegen. Nach Harmonie kommst du mit der A68. Haben wir hier wieder Schlimmeres verhindert. Vielleicht ist die Dame von vorhin noch irgendwo unterwegs, die das Auto geklaut hat. Beziehungsweise klauen wollte und uns dann gesehen hat. Die ist ja in diese Richtung gelaufen. Okay. Was war jetzt da? Verdächtiges Fahrzeug wurde gerade entdeckt. Oder eine verdächtige Person oder was? Eine verdächtige Person. Okay. Guten Tag, der Herr. Jesus! So. Ich will einfach nicht stehen bleiben. Hallo? LSPD! Stell mal Hände hoch! Hände hoch! Stop! Hey! Damn! Ja, also das ist ein Jogger. So. Ich werde erstmal festgenommen. Ich weiß zwar nicht, um was es hier handelt. Auf jeden Fall hat der Polizeicomputer ausgeschlagen. Erstmal brauchen wir eine Personalüberprüfung. Und Adrian Black, Baujahr 2004, okay, der hat einen Haftbefehl. Für illegalen Besitz von Schusswaffen. Interessant. Mit seinen, was ist er, 19 Jahre alt. Schon so ein Delikt. Mann. Tja, werden wir gleich mal die Person durchsuchen. Hat hier ein bisschen Blut an seinem Hemd. Sehr verdächtig. Hat auch wieder eine zerbrochene, geschärfte Leuchtstoffröhre dabei. Was die Leute immer mit diesem Zeug anfangen, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er mal abgeholt. Die Kollegen sind bereits auf Anfahrt. Und zwar bei in Harmonie. Einige Kriminelle hier in dem County. Gut, wenn ihr jetzt noch Bock habt, könnt ihr gerne diese Videos hier anschauen. Ich und mein Kollege sind jetzt raus. Ciao.